Ihr seht hier gleich schon zu Beginn die neuen Widgets. Ich meine, man hat jetzt nämlich die Möglichkeit, auf dem Homescreen die Apps größer als sonst zu erstellen. Die Widgets lassen sich hierhin auch bewegen oder auch auf den Homescreen im Prinzip zu bearbeiten. Wir haben jetzt hier einfach sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt mal von links nach rechts wischen, sehen wir gleich eine Veränderung. Normalerweise haben wir hier nämlich alle Widgets, aber die sind jetzt komplett neu gestaltet und auch in der Größe jetzt verändert. Der Vorteil ist ja ganz klar die Tatsache, dass man jetzt einfach deutlich mehr Informationen bekommt als zuvor. Ich meine, wir haben jetzt hier so ein großes Widget und auf der linken Seite haben wir es halt einfach das Weather Widget und da habe ich jetzt einfach sofort auf den ersten Blick deutlich mehr Infos. Auch bei der Akku-Notification habe ich jetzt hier einfach mehr Möglichkeiten. Das zeige ich euch aber nachher gleich mal ein bisschen mehr. Außerdem hat man jetzt auch die Möglichkeit, mit einem langen Druck auf den Homescreen jetzt dann auch zuzugreifen. Und zwar, wenn ich jetzt hier im Prinzip auf diese untere Leiste gehe, sehe ich alle meine Homescreens gleich aufgelistet. Was mich jetzt irgendwie ein bisschen stört, ist einfach nur, dass alle gleich angezeigt werden. Die kann ich jetzt markieren, ausblenden oder eben einblenden, so je nachdem, wie ich das möchte. Ich mache jetzt mal die beiden raus und nur das hier ist an und das. Und wenn ich jetzt hier auf Fertig gehe, sieht man im Prinzip dann nur noch dieses eine hier, was ich sonst immer habe. Als nächstes haben wir jetzt für Corona extra ein paar Veränderungen in der Nachrichten-App. Und zwar geht es hier jetzt um Emojis. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal reingehe, kann ich eine neue Nachricht starten. So kann ich es euch am besten zeigen. Wenn wir jetzt nämlich hier diese üblichen Memojis anschauen, ein paar neue gibt es übrigens. Ich glaube, dieser hier mit der Faust ist neu, das hier mit der Hand. Also ein bisschen was Neues gibt es auf jeden Fall. Aber was mir aufgefallen ist, ist letztendlich im Prinzip ein Memoji bearbeiten können. Wenn wir hier draufklicken, dann finden wir jetzt irgendwie bei Mund, Nase und so weiter, da finden wir jetzt keinen Mundschutz. Der versteckt sich tatsächlich ganz, ganz weit rechts unter Kopfbedeckung und dann muss man noch ganz nach unten scrollen und hat dann die Möglichkeit im Prinzip einen Mundschutz hinzuzufügen. Das heißt also, hier habe ich die Möglichkeit, das zu aktivieren oder auch nicht. In Zeiten von Corona vielleicht gar nicht mal so blöd, oder? Also, naja. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die weiteren Folgen nicht verpasst. Aber erstmal, los geht's! Seitenbearbeitung und neue App-Downloads, das ist jetzt klar und das zeige ich jetzt gleich. Und zwar, wenn ich nochmal von rechts nach links wische, sieht man jetzt eben diese letzte Seite und das ist eben die App-Mediathek. Hierbei ist es jetzt eine komplett überarbeitete Geschichte. Das ist nicht von mir erstellt, sondern wurde von Apple dann nämlich gemacht. Und zwar nennt sich das jetzt App Library. Hier werden jetzt alle Apps übrigens automatisch gruppiert und nach Apples Algorithmus sortiert. Das soll jetzt eine bessere Verfügbarkeit führen. Insbesondere oben links finde ich jetzt eigentlich super interessant, weil hier sind jetzt die Vorschläge. Das heißt, das sind die Apps, die ich am häufigsten nutze und da kann ich jetzt im Prinzip einfach drauf gehen und dann wird mir gleich im Prinzip die App geöffnet. Oder ich klicke da einfach auf das hier drauf. Und schon wird es sofort geöffnet. Der Unterschied ist dabei beispielsweise hier eins drunter. Wenn ich jetzt nicht nur diese großen Apps habe, sondern eine zweite Vierergruppe, wenn ich da drauf klicke, dann ist es quasi ein Ordner in einem Ordner. Das bedeutet, diese Gruppierung wurde so gemacht, dass hier einfach mehrere Apps drin sind. Und da, anstatt einmal drauf zu drücken und die App zu starten, muss ich da im Prinzip in die Gruppe rein. Und da sind einfach deutlich mehrere Apps dann in der Leiste drin. Aber ich muss schon auch sagen, es sieht deutlich schicker aus. Was mich ein bisschen stört, ist einfach nur in der Einhandbedienung die häufigsten Apps hätte man vielleicht auch hier unten hin machen können. Aber ja, es sieht schöner aus hier oben. Und ansonsten sieht das sehr, sehr, sehr aufgeräumt aus, muss ich zugeben. Die Sortierung erfolgt ganz nach Apples Algorithmus. Und ich muss auch zugeben, ich habe jetzt hier ehrlich gesagt auch nichts auszusetzen. Die App Library ist übrigens auch, wie gesagt, komplett von Apple erstellt. Man muss hier nichts vornehmen. Ansonsten will ich noch ein bisschen was zeigen über die Widgets. Und zwar, wenn ich das nochmal irgendwo lang drauf drücke, dann habe ich ja die Möglichkeit, dann auf Widgets zu gehen, indem ich oben links auf das Plus-Symbol klicke. Dann kommen eben die Widgets, die es bereits schon aus den Apple-Apps gibt. Das heißt, jede App hier oder jedes Widget kann ich selber hier gleich hinzufügen. Hoppala, das machen wir jetzt nochmal neu. Das heißt, diese Widgets gibt es hier und wenn ich die jetzt hier hochziehe, dann habe ich die Möglichkeit, die alle komplett zwischen die Apps zu lagern. Und was ich euch jetzt aber zeigen wollte, das ist jetzt ein bisschen der Vorführeffekt. So.
und ich schiebe jetzt dieses Widget auch nochmal hier rüber. Und zwar kann ich die beiden Widgets dann ineinander reinführen und habe jetzt quasi zwei Widgets in einem drin. Und wenn ich mehrere Widgets habe, dann kann ich dann im Prinzip durch einfaches Wischen die Widgets im Prinzip sofort wechseln. Und der Vorteil hierbei ist einfach, dass iOS 14 so intelligent ist, dass mir morgens eben etwas anderes von diesen Widgets vorgeschlagen wird als abends. Das heißt, beispielsweise wird mir dann morgens vielleicht ein paar Nachrichten angezeigt, wenn ich die in diese Widgets drin habe. Oder abends werden mir meine Aktivitäten oder sportliche Tätigkeiten angezeigt. Und das ist einfach sehr, sehr smart. Aber wir haben nochmal die Möglichkeit, hoppala, hier ein bisschen drauf zu gehen und zu sehen, welche Widgets wir denn sonst zur Verfügung haben. Ich meine, Wetter ist da, Podcasts-App, Apple Maps, also die Karten-App. Ansonsten kann ich auf Fotos zugreifen, ganz klar. Wie ihr sehen könnt, sind da schon sehr, sehr viele eigentlich schon mit dabei. Nochmal vorweg, das ist die Beta-Version und nach werden da eine ganze Menge Widgets dazukommen oder man kann auch etwas selber erstellen. Die nächste Funktion ist etwas tiefer in den Einstellungen zu finden und zwar, wenn man jetzt in den Einstellungen unter Telefon geht, hat man nämlich die Möglichkeit unter eingehende Anrufe das Bild ein bisschen zu verändern, ob jetzt Banner oder Vollbild. Was ich genau damit meine, ist folgendes. Früher war es immer so, dass wenn man einen Anruf bekommt, der komplette Bildschirm eingenommen wurde vom Anruf. Wir werden es gleich hier sehen, Achtung. So, okay. Ich lege jetzt hier auch gleich mal auf und das war eben das frühere Bild und wenn ich jetzt hier auf Banner einstelle, dann habe ich das gleiche Bild im Prinzip nur etwas übersichtlicher gestaltet, ohne dass ich im Prinzip komplett gestört werde. Ich kann hier also währenddessen weiterarbeiten. Achtung, wir werden es gleich sehen. Das heißt, hier oben habe ich jetzt das hier und ich mache jetzt mal hier den Ton aus, sodass wir nicht mehr gestört werden. Und hier habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, entweder das wegzuwischen, natürlich anzunehmen oder abzulehnen, oder ich kann hier das Ganze herunterziehen, sodass ich mehr Anrufinformationen bekomme. Das ist einfach sehr, sehr gut eingestellt und wie gesagt, je nachdem, wie man es präferiert, kann man es selber einstellen. Ich lasse das Ganze mal hier auf Banner, weil das mir doch deutlich besser gefällt. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten Schritt. Und zwar möchte ich euch die Übersetzer-App zeigen. Wenn ich hier jetzt Translate eingebe, die App muss man sich im Prinzip gar nicht runterladen. Sie ist vorinstalliert auf iOS 14 und hier habe ich einfach die Möglichkeiten, einen Text einzugeben oder ihr seht es auch hier schon über eine Spracheingabe. Wenn ich jetzt oben links mal schaue, habe ich verschiedene Sprachen schon vorinstalliert. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach mal auf Deutsch und kann das Ganze übersetzen lassen ins Englische. Und dann kann ich das im Prinzip auch überprüfen. Und dann soll man einfach mal eingeben, das war letztens erst. Also schauen wir mal, wie Vatertag heißt, nicht Vaterstadt. Jesus. Vatertag, so, öffnen wir mal und schon sehen wir auch schon einen Unterschied, also der Vaterstag, Father's Day wird dann auch übersetzt. Es gibt natürlich auch eine ganze Möglichkeit, indem ich vielleicht hier einen Text auch eingebe, vielleicht einen ganzen Satz, sowas wie, hallo, mein Name ist Ugi und ich produziere Videos. Ja, den Namen hat er jetzt nicht verstanden, aber das ist auch normal. Und das ist eben diese neue Übersetzer-App. Da kann ich mir schon vorstellen, jetzt gerade vielleicht nicht, aber wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wenn man wieder verreisen kann, dann hat jetzt diese App bestimmt ein paar neue Möglichkeiten. Außerdem gefällt mir hier auch das Interface. Also wenn ich jetzt das Ganze mal drehe, dann sehen wir jetzt auch schon, wie übersichtlich und wie einfach das gestaltet ist. Ich meine, das wirkt schon sehr, sehr übersichtlich und handlich. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass man so richtige Konversationen führen kann. Darüber hinaus möchte ich euch noch ein bisschen was über Picture-in-Picture zeigen. Dazu gehe ich in eine von diesen Streaming-Apps. Ich kann jetzt mal Netflix wählen. Und hier sehen wir jetzt einfach die Möglichkeit, wenn ich jetzt irgendwas laufen lasse, dass wir die Möglichkeit haben, Bild in Bild laufen zu lassen. So, das machen wir jetzt mal kurz leise. Das stört mich nämlich sonst. So, wenn ich jetzt hier das Ganze laufen lasse und einfach nur rüberwische, Achtung, komm,
habe ich jetzt im Prinzip das Bild von dem Video hier oben. Ich kann das währenddessen hier noch laufen lassen. Das läuft jetzt eigentlich, ich habe nur eine schlechte Internetverbindung. Aber ich kann währenddessen auf dem iPhone natürlich nach wie vor hantieren und in jede App reingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann das hier auch überall hinführen, wo ich das möchte. Ich kann sogar dieses Videofenster in der Größe verändern. Und wenn ich das möchte, kann ich das laufen lassen. Ich kann es pausieren. Ich kann es auch natürlich gleich sofort schließen. Oder aber ich kann es, während es läuft, also wenn ich beispielsweise etwas noch hören möchte, einfach kurz nach links schieben. Hier sieht man noch einen kleinen Pfeil. Das heißt, das ist eigentlich aktiv. Aber ich kann währenddessen vielleicht etwas in der oberen Leiste oder irgendwo, wo es mich gestört hätte, weiterhin hantieren. Ihr seht, das Video läuft noch. Wie gesagt, einfach kurz hier reinschieben, dann stört es nicht und ich kann nach wie vor auf dem iPhone hier machen, was ich möchte. Das funktioniert übrigens auch mit Audiodateien. Das heißt, ich kann Sprachnachrichten abhören und währenddessen weiter auf dem iPhone hantieren. Eigentlich ganz tolle Geschichte. Das schließen wir jetzt einfach mal kurz. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt und zwar zu Siri. Wir kennen es aus früheren iOS-Versionen, sodass also, wenn Siri aktiviert wird, dass der ganze Bildschirm eigentlich schwarz wird. Aber nun ist das deutlich intelligenter gelöst. Wenn ich Siri aktiviere, sehen wir gleich hier unten ein neues Muster übrigens. Das heißt, Siri hört jetzt schon eigentlich zu und ich kann sie sofort etwas fragen. Beispielsweise wie, hey Siri, wie ist das Wetter morgen in Friedrichshafen? Und ihr seht hier schon, dass im Prinzip die Antwort gleich kommt. Das heißt, die Sprachsuche über Siri ist mittlerweile intelligenter und ich kann hier weiterhin dann im Prinzip hantieren, ohne dass das ganze iPhone im Prinzip nur noch auf Siri hört. Wir probieren das einfach nochmal. Wann spielt der FC Bayern? Das heißt, wir sehen hier schon, dass die Lösungen sofort kommen. Das heißt also, die Aufgaben, die Siri gestellt bekommt, die versucht sie sofort zu machen, ohne ein Feedback geben zu müssen. Das sind also sehr, sehr viele neue Funktionen und ich habe mir jetzt mal einen Überblick verschafft über iOS 14 und ich muss auch zugeben, dass es schon sehr, sehr schick aussieht. Ich zeige euch noch ein paar Hintergrundbilder, die eben auch neu sind auf iOS 14 und damit ihr die einfach mal sehen könnt in dem iPhone 11 Pro. Das macht schon etwas her, muss ich zugeben. Und ansonsten bin ich erstmal zufrieden, wie flüssig es läuft. Ich hoffe, das bleibt so dabei. Und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya.